Und morgen lässt sich dann reagieren. Auch heute nicht an ihre Kinder. Komm auf die Woche und verziehen. Und sie sich mit Freundinnen und dann morgen auf die Kinder. Und schon schon ist der Kinder zu tun. Ich hoffe nur noch auf die Kinder. Und ich bin auch. Dann werde ich nur noch auf die Kinder. So, ihr Lieben, hallihallo, ganz herzlich willkommen wieder mal mittwochs zu unserem Erfahrungsaustausch. Schön, dass ein paar Leute da sind. Ich fange an mit unseren üblichen Belehrungen, Besprechungen im Vorab. Und zwar wisst ihr, dass ihr bitte keine Heilaussagen nennt, nichts von Krankheiten erzählt, sondern lediglich von Symptomen oder Beschwerden oder Problemen, die euch plagen und die ihr dann beschreiben könnt. Und ja, von denen ihr erzählen könnt, was sich getan hat mit der Einnahme von Lemonein, ohne, mit anderen Sachen und so weiter und so fort. Ansonsten wird die Geschichte hier aufgezeichnet. Das wisst ihr und bedenkt es offensichtlich bei euren Äußerungen. Ganz kurz, hört ihr mich überhaupt? Ich habe nicht so viel Resonanz im Moment, visuell zumindest. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, dann legt doch los und schaltet euch einfach gerne frei. Ich muss mal gerade gucken, wie die Einstellung ist. Ist aber, glaube ich, richtig. Doch, das funktioniert. Mhm. Ja. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich sehe Angelika sogar aus dem Urlaub hier bei uns. Schön, dass sie auch doch noch kommen konnte. Nicht so das Problem offensichtlich, was wir letzte Woche hatten mit unserem WLAN, was dann doch einfach zu schwach war, um hier eine Bild- und Tonkonferenz zu machen miteinander. Bisschen schade. Ich hatte gedacht, machen wir mal so ein bisschen was Besonderes draus, weil ja schon 10 Leute vor Ort waren, aber es ging wirklich nicht. Es war kein Vergnügen gewesen. Mit einem WLAN-Strich war da nichts zu machen. Ja, Tina, hallihallo. Schön, dass du da bist. Hat sich ja schon angekündigt. Bei dir alles in Ordnung? Wie geht's dir? Gibt's was Neues? Alles gleichbleibend gut. Aber immerhin gut, das ist ja schon. Genau. Nimmst du doch alle Produkte? Ja. Nehmen noch alle. Einzeln lässt sich immer noch nicht bestellen, ne? Doch, einzelne Produkte sind schon grundsätzlich bestellbar. Ich habe das die Tage, ich habe es gestern probiert, ich habe es vorgestern probiert, dass ich außerhalb meiner automatischen Lieferung einzeln bestelle, geht nicht. Geht nicht in den Einkaufswagen. Also es gab zuletzt ein paar technische Probleme, da war mal die Lemonine-Dose einzeln. Alle, auch Digestive, auch Omega geht bei keinem Produkt. Habe ich aber gestern noch geguckt, da gingst du, ehrlich gesagt. Also entweder jetzt war ja gerade wieder eine aktuelle Änderung, die wieder zu einer Änderung auch des Shops geführt hat, nehme ich mal an, dass da vielleicht was durcheinander gekommen ist. Ich hatte heute Nachmittag zuletzt geguckt. Das kann also sein, aber grundsätzlich. Gestern und vorgestern habe ich es probiert, da ging es nicht. Heute habe ich es noch nicht probiert. Echt jetzt? Da müssen wir mal gucken. Das ist mir ganz komisch und ganz neu, ehrlich gesagt, bis jetzt. Heute gab es zum Beispiel auch dieses Lemonine Activation Pack nicht. Ja, genau. Da habe ich jemanden dann mit der Echo Bottle eingeschrieben dafür. Genau, das war dann so gelöst. Genau, das war jetzt zum Thema Einschreibung. Du wolltest ja jetzt bei der automatischen Lieferung, glaube ich, ne, haben, Tina. Nee, hätte ich zusätzlich gemacht, dass die automatische Lieferung bleibt und hätte das Ganze zusätzlich gemacht. Also eine manuelle Bestellung einfach. Ja. Okay, also bei der Einschreibung habe ich auch gesehen, dass das Activation Pack weg ist, die anderen aber einzeln unten hinzufügbar waren. Müssen wir mal überprüfen, kann ich jetzt. Also ich kann es auch später nochmal probieren. Wie gesagt, heute habe ich es noch nicht probiert, nur gestern ging es nicht und vorgestern ging es auch nicht. Okay, dann müssten wir ansonsten nochmal nachhaken bei der Firma, wo es da hängt. Ja, sonst irgendjemand was Neues zu erzählen oder
Berichte von einem Bekannten verfügbar oder gehört, die er kurz mal erklären oder erzählen will. Wir waren ja in Sachsen an der Talsperre mit ein paar Partnern. Da habe ich jetzt verschiedene gehört, die ihr teilweise auch schon mal gehört habt. Wir haben da so einen kleinen unter uns mal gemacht, kann ich mal so sagen. Aber da war zum Beispiel ein Beispiel auch, was ich mal erzählen möchte, weil es auch in die Richtung geht, dass nicht immer alles so schnell und immer alles sofort weg ist. Weil das sind natürlich die Berichte, die sich am ehesten, sage ich mal, ja, im Gedächtnis behalten lassen, ne? Da, wo es schnell ging, wo es spektakulär war. Aber hier ist es eine Frau, sage ich mal, im mittleren Alter, die also bestimmt seit 30 Jahren Migräneprobleme hatte. Also tatsächlich so schlimm, dass sie wirklich sich auch zeitweise, wenn sie die Beschwerden hatte, sich wirklich in einen abgedunkelten, ganz ruhigen Raum legen musste, noch kühlen musste und wirklich sich dann mit ganz schlimmen Schmerzmitteln dazugehauen hat. Die Ärzte hatten ihr das tatsächlich verschrieben, weil sie so auch nicht mehr weiter wussten. Die ist schon eine Weile dabei und nimmt das Laminine mittlerweile seit über einem Jahr, soweit ich weiß. Also ich weiß es nicht auf den Monat, aber auf jeden Fall über ein Jahr. Und hat da also begonnen, ganz normal mit der Powerhouse-Ration, also 4 Laminine und 2 von den jeweils anderen oder jeweils 2 von den anderen. Und hat dann eigentlich ja gut ausprobiert, ist mal hoch, mal runtergegangen, hat mal 6, 7 Laminine genommen, auch mal nur 2 oder 3. Und für sie hat sich im Prinzip jetzt nach einem Jahr das so herausgebildet, dass sie also keine Beschwerden regelmäßiger Art mehr hat. Also das waren zu der schlimmsten Zeit, wo mehrere Erscheinungen pro Woche. Das ist jetzt also so weit runter, dass man da von monatlichen Problemen sprechen kann, immerhin schon mal. Und sie hat also ihre Wohlfühldosis, sage ich mal, auf 4 Laminine festgesetzt. Sie hatte noch ein paar andere Baustellen so an sich, aber dieses Hauptproblem mit den ja, Schmerzempfindungen im Kopf und Nacken und sonst wo, was da alles noch betroffen ist und sein kann bei richtig schweren Problemen dieser Art, gehen die Schmerzen da tatsächlich noch an sonst wie viele andere Stellen. Das hat sich also sehr gegeben. Da hat sie also wirklich viel, viel weniger Probleme mit, als das zuvor der Fall war. Ich hatte ihr jetzt nochmal geraten, trotzdem nochmal weiter ein bisschen zu spielen mit der Dosierung, nochmal ein bisschen mit hoch auch zu gehen, zumindest phasenweise, damit sie also ihre anderen Probleme da noch anschieben kann und auch noch bearbeiten kann, sagen wir mal so. Aber alles in allem war sie sehr zufrieden und ja, hat also feststellen können, dass also auch nach 30 Jahren Probleme und allerlei Versuche, also die Frau hat wirklich verschiedenste Sachen durchgemacht, nach einer ja, guten Zeit, also über ein Jahr hat es wie gesagt gedauert, aber da schon wirklich viel bearbeitet werden konnte. Und also ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, hatte ich ja auch schon ein paar Mal bei meinem Erfahrungsbericht hier, dass ich auch häufig mit Kopfschmerzen zu tun hatte, was ich schon mal ein bisschen gebessert hatte mit der Brille dann. Da war ich dann so bei 3, 4 Mal die Woche Kopfschmerzen. Und das ist dann nach dem Wegzug aufs Land, raus aus der Großstadt, aufs Land, noch mal ein bisschen besser geworden. Aber so wie jetzt, dass ich also wirklich alle 1, 2 Monate mal Kopfschmerzen habe, sodass ich tatsächlich irgendein chemisches Mittel nehmen muss, weil ich das auch nicht ewig dann aushalten kann, ehrlich gesagt. Das habe ich erst, seitdem ich Laminine nehme. Das ist tatsächlich so. Also da habe ich das wirklich, ist wirklich eine Seltenheit. So wie alle anderen früher mal alle 1, 2 Monate zum Kopfschmerzmittel greifen, das ist für mich schon Luxus, muss man so sagen. Ja, sonst noch jemand was zu erzählen? Dann ja, eine ganz kleine Geschichte erzählen. Schön, gerne. Dass es mir gut tut, das habe ich also des Öfteren berichtet. Mhm. Da stehe ich auch. Achso, ich war am letzten Freitag, ich sage immer in der Lungenheilanstalt, also zur Verlaufskontrolle in der Pneumologie der Universitätsklinik Jena. Der Professor höchstpersönlich hat mich dort gecheckt und war bass erstaunt über die Werte.
dass sich das wieder verbessert haben. So viel zu mir. Und ich fühle mich ja auch so lufttechnisch gut. Und wenn ich jetzt wieder morgen oder am Wochenende an die Küste fahre, dann wird es mir sicher wieder super gehen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, meine Mutter, die sich eigentlich nur widerwillig dazu bereit erklärt hat, da mal 2 pro Tag zu nehmen und das jetzt über, naja, ich denke mal 4 oder 5 Wochen macht, hat jetzt von sich aus, also nicht auf Nachfrage, sondern von sich aus gesagt, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass es ihr besser geht, dass sie weniger Schmerzen hat. Die hat immer so Gelenkschmerzen, naja, wie man eben so mit 86 ist sie ja inzwischen, zu tun hat. Und ja, und mein Vater hat sich noch nicht geäußert, der kriegt also die gleiche Dosis und ist am 9. August 89 geworden. Beide führen ihren Haushalt noch alleine und ja, ich hoffe, dass das noch eine Weile so bleibt. Danke, lang hinein. Ja, schön. Klingt ja schon mal gut. Ja. Und die Beschwerden so von deinen Eltern, wie kann man die so beschreiben? Also was sind so ihre Hoffnungen oder deine, was sich so noch verbessern kann? Also mein Vater ist im Prinzip geistig fit, aber doch ein bisschen langsam schon so in seinem Habitus. Das gibt auch dann häufig ein bisschen Streit, wenn meine Mutter noch ein bisschen schneller ist und dann ist er zu langsam und er macht immer alles falsch und so, naja. Und das gut bessern lässt. Ja, das ist so ein, ich glaube, die merken das manchmal gar nicht, dass sie sich ständig streiten, aber ja, es ist kein, nach außen hin kein schöner Zustand und ich habe aber auch das Gefühl, dass sich selbst das schon ein bisschen gebessert hat. Mhm. Ich hatte auf Anraten vom Andreas, hatten wir auch noch Folsäure mit zugegeben. Eine Packung, die ich schon als Abos jetzt bestellt hatte, haben sie nicht genommen. Jetzt nehme ich das selber auch. Das soll ja auch gegen Herzinfarkt und ähnliche Sachen helfen. Ja, und wie gesagt, ich werde das weiter beobachten. Ich meine, die Dosierung mit 2x1 ist jetzt wirklich nicht hoch. Mhm. Aber wenn selbst das schon was bringt, denke ich, kann man zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das hängt auch nicht immer nur von der hohen Dosis ab. Ne? Es ist ja nicht so, je höher, desto besser, das wissen wir ja. Sondern es gibt viele, bei denen helfen geringe Dosierungen. Gut, das sind hochsensible Menschen vor allen Dingen oder eben auch Leute, sag ich mal, ja, mit eigentlich funktionierenden Systemen so, ne, die nur so ein bisschen angeschoben werden müssen. Ansonsten hast du noch auf sozusagen den Gemütszustand, ne, hingewiesen. Der kann sich ja auch bekanntermaßen gut verbessern durch auch die Einstellung der Hormonproduktion und so weiter. Ne, was ja. Vor allen Dingen auch durchs Omega. Ne. Vielleicht Omega ist sowieso nie verkehrt für alte Leute, genauso wie das Digestive. Weil der ihre Darmgesundheit oft doch schon angeschlagen ist oder auch die Leistung dieses Organs einfach nachlässt im Alter. Ne? Das ist ganz normal und auch klar. Aber schön, dass das so sich so entwickelt. Und das ist ja gerade immer das Gute, wenn die Leute dann von sich aus sagen, ja doch, da ist was und das würde ich gerne noch machen und das würde ich mal ausprobieren. Das ist schon eigentlich schön. Da zeigt sich so ein bisschen auch, dass sie sich drauf einlassen zumindest mal. Ne? Dann müsste man die Testphase noch möglichst gut begleiten, dass sie es auch durchhalten und dann kann man schon gute Ergebnisse erwarten, denke ich. Ja. Auch von älteren Leuten haben wir oft schon gehabt. Ne? Ja. Ganz kurz noch zu dir noch mal kurz, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was da so ermittelt wird bei dieser Testreihe, die sozusagen deinen Zustand ermitteln soll? Oder welche Werte sich da so verbessert haben, wenn du das möchtest sagen? Also eine genaue Auswertung kann ich euch jetzt noch nicht geben, weil ich die Werte selber nicht habe. Ich bekomme dann immer nach längerer Zeit zum Brief, den bekommt dann mein Hausarzt auch. Mhm. Das kann aber mehrere Wochen dauern. Also ich denke, da kann ich dann mal genauer vielleicht nach meinem Urlaub, also irgendwann im September, vielleicht nochmal was dazu sagen. Mhm. Also das war jetzt wirklich nur so die allgemeine Einschätzung des Herrn Professors. Mhm. Und als ich ihm dann so sagte, so freudestrahlend, naja, ich nehme ja auch dieses und jenes,
Nahrungsergänzungsmittel, da sagte er dann so ganz jovial, naja, wenn es hilft. Ja, ja, also er hat da auch nicht nachgefragt irgendwie, naja, ich wollte dann da auch nicht jetzt noch irgendwie. Ist so die höfliche Standardantwort von den Schulmedizinern, ne? Also mein der habe ich das ja auch schon mal erklärt oder so erzählt, natürlich einfach so aus Interesse. Es war mir jetzt egal, ob die das nehmen will oder nicht, ne? Ist es mir auch, aber sie sagte schon auch, ah ja, wenn du dran glauben willst und es dir hilft, dann ist es gut, ne? Und dass es vielen hilft. Also davon bin ich nun überzeugt. Da muss ich nicht mehr nur dran glauben. So ist es. Das ist vielleicht. Aber gut, sag mal so, die psychologische Komponente ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Bei der generell nicht im Leben, aber auch nicht bei der Heilung, das wissen wir oder viele wissen das sicherlich und erkennen das auch an. Und klar, wenn man dann was nimmt, von dem man sich was verspricht oder was einem auch so gut tut, ne, dann hilft das einfach auch, denke ich mal, bei der Heilung. Ja, schön. Danke, Andreas, für den Überblick zu dir. Ja. Siehst auch immer gut und lebendig aus, so viel muss man sagen. Ja, also wenn es nur danach geht, müsstest du kerngesund sein, aber... Naja, eigentlich hatte ich gestern wieder einen ganz schlechten Tag. Da bin ich also mit 39 Fieber aufgestanden, habe mich dann auf Arbeit geschleppt, habe gleich Grippostat genommen und heute bin ich aber wieder topfit. Also das muss ich auch sagen. Mhm. Also habe ich das sozusagen innerhalb kürzester Zeit ausgesessen. Ja. Wäre ja auch schlimm, kurz vorm Urlaub. So ein Ding. Ja, das braucht man nicht. Das stimmt. Ja, schön. Vielen Dank dir für deinen Erfahrungsbericht. Ja, sonst noch jemand? Hat noch jemand was von sich aus schon mal zu berichten? Etwas Neues oder eine Entwicklung bei sich? Charlotte, sehe ich, hebt ihre richtige Hand. Soll ich einschalten? Dann, ja, bitte. Ja, habe ich. Alles klar, Charlotte. Dann herzlich willkommen. Und ich habe eine überraschende Feststellung gemacht, und zwar heute, eigentlich ja, heute früh. Mhm. Ich lasse mich von meinem Handy immer wecken. Und habe dann auch gleich mal drauf geschaut. Man hat ja schließlich, wenn man schläft, nicht die Brille auf. Hm. Und siehe da, ich konnte auch die kleine Schrift auf dem Handy lesen, ohne Brille. Hm. Und ich bin eigentlich seit, naja, gut 30 Jahren Brillenträger. Das heißt, ich habe ja auch schon vor knapp 2 Jahren eine Star-OP gehabt, grauen Star. Und habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt doch noch mal gerade für die Nähe verbessern könnte. Also ich hatte vorher nur noch auf einem Auge. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich Autofahrer bin, musste ich das auf jeden Fall machen lassen. Weil wenn mal was passiert wäre, hätte ich natürlich die Schuld bekommen, weil ich auf einem Auge nur noch 40% für die Ferne gesehen habe. Das geht seit der OP alles super. Aber dass ich jetzt auch noch fürs Lesen ja, eine Verbesserung verspüre, das werde ich weiter beobachten. Also auf dem Display, wo der Untergrund dunkel ist und die Schrift hell, da passiert das super. Also da muss ich sagen, da habe ich wirklich schon keine Schwierigkeiten mehr. Wenn ich natürlich die Zeitung lese und es ist ein bisschen oder irgendein anderes, was man in irgendeinem Artikel, den man liest, wo die Schrift vielleicht auch ein bisschen dünner ist, da ist es noch nicht so. Mhm. Da bin ich noch nicht so zufrieden, aber ich denke mal, da wird sich noch einiges tun. Da bin ich mir sicher. Ja, klingt ja schon mal gut. Was hast du jetzt für eine Fehlsichtigkeit oder für einen Wert? Naja, auch das kann ich jetzt nicht mal sagen, weil ich habe so eine Gleitsichtbrille. Aha. Und das ist ja, da kann man eigentlich nicht direkt von den normalen Werten so sprechen. Also es ist nur, nach der OP ist es schon auf einem Auge jetzt für die Weite 100%, auf dem anderen 80%. Aber für die Nähe, wo ich immer noch eine Brille brauche, da kann ich das jetzt nicht genau sagen, mhm, wie drin das ist. Aber okay. 2,25 oder so hatte ich, mhm, vorher, ne? Wenn ich nur eine Lesebrille hatte. Mhm. Da bist du noch besser als ich, aber meine Fehlsichtigkeit geht ja in die gleiche Richtung, also auch
im Grunde für das Nahe brauche ich die, obwohl nur zum Lesen. Also ich komme auch nicht ohne Brille sozusagen im allgemeinen Leben klar, sondern ich sehe grundsätzlich alles unscharf und je näher es kommt, desto unschärfer sehe ich es. Ja, also bist du weitsichtig, so wie ich. Genau. So, also diese alten Begrifflichkeiten, du hast ja schon gesagt, mit der Begleitsichtbrille, das umfasst ja eigentlich beide Probleme, sage ich mal. Also nur weit und nah sichtig ist ja eigentlich auch nicht ganz richtig, aber zumindest hätten wir da in der Richtung die gleiche Fehlsichtigkeit und bei mir hat sich das ja schon, wie gesagt, um 0,5 schon mal verbessert, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Also wenn ich jetzt die Brille abnehme, ich habe sie jetzt abgenommen, kann ich wohl mal sagen, auf Bildschirm auch alles so lesen. Es ist ja auch eine gewisse Distanz. Ja, wenn ich ein bisschen näher rankomme, wird es schon nicht mehr ganz, ist schon nicht mehr ganz so klar. Aber ich denke mal, in meinem Alter freut man sich natürlich da noch besonders, wenn sich da noch Verbesserungen einstellen. Ja, das ist schon enorm. Ich hatte in meinem Alter nicht mehr damit gerechnet. Ich muss zwar zugeben, wenn ich jetzt über die Brille hinweg die Schrift, keine Chance erstmal. So beim direkten Vergleich geht es auch nicht. Also das Auge passt sich ja auch an. Wenn ich die jetzt absetzen würde, dann hätte sie 20 Minuten nicht auf. Dann könnte ich auch besser sehen. Ne? Aber dann gäbe es irgendwann wieder Kopfschmerzen. Ja, dann habe ich noch was anderes. Ja. Ich hatte wieder so einen kurzen Anflug von einer Erkältung. Das heißt, ich hatte auf der linken Seite Schluckbeschwerden. Wir waren verreist eine Woche. Und das kann man ja dann gar nicht brauchen. Und vorher bei dieser Hitze haben wir ja immer Türen und Fenster alles geöffnet früh und es war Durchzug. Und da habe ich mir sicher ein bisschen was eingefangen. Also jedenfalls so 2 Tage später fängt das an, hier an der linken Seite zu drücken. Also so beim Schlucken. War unangenehm. Ja, und da habe ich natürlich wieder zu meinem alten Rezept gegriffen. Immune 2-mal am Tag. Super, am nächsten Tag war nichts mehr da. Also ich muss sagen, das ist wirklich sowas von phänomenal. Also das kann ich manchmal gar nicht begreifen, dass das so schnell dann auch wirkt. Ja, bei dir klappt es immer gut, gell? Ja, super. Immer, wenn du irgendwas vorhast, dann geht es schnell wieder weg. Genau. Ja, also da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Auf Immune auf jeden Fall. Das ist schon ein super Produkt. Jetzt so von einem auf den anderen Tag hatte ich es noch nicht, aber ich hatte wirklich eine dicke Erkältung ankommen sehen. Und das habe ich auch schon, also man fühlt es ja manchmal auch schon krank oder jetzt hast du dir irgendwie was eingefangen. Also ein bisschen einschätzen kann man das ja schon. Aber ich hatte dann sollte man eigentlich gleich loslegen. Ja, habe ich auch gemacht. Aber allerdings mit 4 Immune sogar. 2 morgens und 2 abends. Und bei mir war es eben so, dass der Grad der Beschwerden einfach ab dem Moment so geblieben ist und nach 2-3 Tagen war es dann weg. Also ja, das ist ja auch schon was. Genau, ne? Es ist erstmal nicht schlimmer geworden und es ist viel schneller wieder weg. Also selbst eine Erkältung mit 2-3 Tagen, das ist schon schnell. Also ein paar Tage. Und eine Grippe sind eigentlich 7 bis 10 Tage, ne? Ja. Wenn das eine richtige ist. Aber ja, hatte ich auch schon mal von meinem Bruder auch erzählt, der das auch mal hatte, so, der hatte eigentlich öfter so Beschwerden, die so in den Infektbereich gehen, sage ich mal. Und bei ihm war das tatsächlich das Gleiche. Also es ist auch im Prinzip dabei geblieben, was er schon hatte. Und nach 2-3 Tagen war es wirklich ganz weg. Und da hat er auch aufgemerkt und hat gesagt, so habe ich das ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ja. Also, dass sich das so umkehren lässt. Ja, und dann habe ich eigentlich noch vor einiger Zeit, entschuldige, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, vor einiger Zeit, mein Mann ist ja gar nicht dafür, er nimmt ja andere Produkte halt, und der hat aber das gleiche Leiden wie Andreas Koch, nur vielleicht noch nicht ganz so schlimm, und der war ja im vorigen Jahr im Herbst im Krankenhaus und hat dann also auch Ende Dezember, Anfang Januar ständig immer noch mit Husten zu kämpfen gehabt, also bei jeder Gelegenheit so ein Hustenanfall und so weiter. Und dann hat er gesehen, wie es mir dann mal mit Immune so schnell besser ging, innerhalb auch von wenigen Stunden. Und dann hat er auch mal kurzzeitig Immune genommen und siehe da, sein Husten hat aufgehört. Obwohl er jetzt nichts anderes genommen hat von den Produkten.
Und ja, ich hätte es mir gewünscht, dass er doch mit einsteigt und für seine Gesundheit generell was tut. Das hat er aber nicht getan, aber hat schon gemerkt, wie dieses eine Produkt schon bei ihm Verbesserungen gebracht hat. Mhm. Das wollte ich auch noch mal anmerken, weil es sind ja doch sehr viele gerade, die auch einsteigen. Da bin ich ja selber auch von der Partie. Ich habe ja auch viel zu zeitig aufgehört, wie ich es 2015 dann genommen habe. Also das möchte ich jedem ans Herz legen. Haltet durch, sagt nicht einfach, das hilft nicht. Es hilft da, wo wir es oft nicht merken. Und das ist schon mal sehr wichtig, denke ich mal. Der Baumeister weiß, wo er Hand anlegen muss. So, das war heute mein Statement. Genau, sieht's aus, Charlotte. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielleicht schaffst du es ja nochmal, vielleicht einen deiner größten Kritiker, was das Thema angeht, zu überzeugen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg in seinem Interesse, ganz nebenbei. Ne? Ja. Denn, ja, aber vielleicht hilft es ja auch mal, wenn du mal den Kontakt herstellst zwischen deinem Mann und dem Andreas Koch, sowas. Also gesprächig ist er ja. Und, ja, aber da lässt er sich nicht beeinflussen. Muss er ja. Er ist da sehr konservativ und bleibt eben bei seinem Schuster, bleibt bei deinem Leisten, so ungefähr. Ne? Okay. Ja gut, immerhin hat er sich schon mal aufs Immune eingelassen. Ja, und wenn es jetzt wirklich mal schlimm kommt, kann ich vielleicht auch damit rechnen, dass er sich dann auf das eine Produkt doch nochmal einlässt. Und das ist ja auch schon viel wert, wenn gerade akut was ist. Ne? Ja. Oder vielleicht wird es auch, also ich wünsche es ihm nicht, aber vielleicht werden ein paar Sachen nochmal schlimmer. Das ist auch oft so gewesen, dass die Leute sich dann tatsächlich drauf eingelassen haben, ne? Wenn ihre Beschwerden sich nochmal verschlechtert haben und sie zum Beispiel aber auch feststellen, dass sie ja, weil sie ja in einer konventionellen Behandlung sind, eben nicht so geholfen kriegen, wie sie sich das vielleicht erhofft hatten. Ne? Wollen wir es abwarten, wollen wir sehen. Was ab, wir schauen, drücken ihm und dir die Daumen. Dankeschön. Ja. Danke. Jo, wie sieht's aus, Leute? Noch jemand, der was zu erzählen hat? Was Neueres oder was bei sich entdeckt? Oder vielleicht auch eine Frage, die ich euch beantworten kann oder die wir vielleicht in der Gruppe beantworten können mit anderen Erfahrungen? Dann. Also keine Frage, aber weil es jetzt eben so um Schnupfen, Husten, Heiserkeit ging, also ich muss sagen, seitdem ich Lemmine nehme, habe ich keine Erkältung mehr gehabt und ich war da eigentlich auch jedes Jahr dabei, aber es ist dieses Jahr wirklich nichts durchgekommen. Also auch nicht so die typische Sommergrippe, wo bei mir im Geschäft, glaube ich, jeder außer mir hatte. Und weil es vorhin auch um Kopfschmerzen und Migräne ging, ich habe es in der Gruppe auch schon geschrieben, wie die Frage danach war. Also ich bin auch so ein typischer Kopfschmerz- und Migräne-Patient gewesen. Ich kann sagen, jedes Monat oder zu spätestens jedes zweite Monat hatte ich Migräne. Aber auch so, also auch immer früh nach dem Aufwachen, nie unterm Tag, immer nur früh mit dem Aufwachen. Und auch so, dass ich nicht laufen konnte, weil wirklich jeder Schritt, jede Bewegung im Kopf so einen Schmerz verursacht hat. Ich habe da auch vor Lemmine 2 600er Ibo genommen, weil das ist so schmerzhaft, du willst es einfach nur loswerden, Rollo zu, ins Bett legen und schlafen. War dann Mittag weg, ich hätte Mittag wieder in die Arbeit gehen können, macht man natürlich nicht, weil man sich krank gemeldet hat, ist bei mir seit Lemmine komplett weg. Also ja. die Kopfschmerzen auch meinst du jetzt? Ja. Ja. Kopfschmerzen und also ich hatte vorgestern ganz leicht Kopfschmerzen, aber ich denke, es hat auch wirklich mit dem Wetter zu tun gehabt. Ich bin in den Augen schon operiert und dadurch merke ich das dann halt auch immer ein bisschen. Aber Migräne habe ich gar nicht mehr gehabt. Seit April nicht mehr. Super. Wie viel nimmst du eigentlich oder welche Produkte? Ich nehme alles. Ich nehme 2 Lemmine früh, 2 Lemmine abend und von den anderen einmal am Tag eine. Jeweils eine. Okay, also die verkürzte Powerhouse-Ration, sagen wir es mal so. Ja. Mit 4 Lemmine. Ja, gut, super. Aber
daran merkt man es vielleicht auch, ne? Also wenn man, sagen, man sich auch mal selber beobachtet oder mal so sein Umfeld von denen, die das, die Produkte nehmen, dass es nämlich auch der Regeneration des Körpers hilft und auch dafür zuständig ist, ne? Und auch die Abwehr von Krankheitserregern oder die Bekämpfung davon ist ein Teil der Regeneration, ne? Und ja, wir reden immer über die, ja, die Erscheinungen, die sozusagen besser geworden sind, ne? Logischerweise, weil daran, das weiß man, das hat man sich sozusagen vorgehalten in der Erinnerung. Aber die Sachen, die man eigentlich kennt, die regelmäßig natürlich kommen, wie Erkältung oder Grippen, die dann aber nicht mehr kommen, die vergisst man leicht mal. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, ehrlicherweise war ich krank dieses Jahr im September, kurz vor unserem Seminar, weiß ich noch, deswegen kann ich mich auch erinnern, habe mich aber beim Andreas angesteckt, also vielleicht wäre ich sonst drum rumgekommen. Aber da ist mir wieder auf jeden Fall der schnelle Heilungsverlauf aufgefallen und ja, die Tatsache, dass ich ansonsten auf jeden Fall nichts hatte. Ne? Und vielerorts habe ich das schon auch so von unseren Anwendern hier gehört. Ne? Also ist schon ein gutes Signal dafür, eine funktionierende Regeneration, auch was so den täglichen Kampf angeht, ne? Nicht nur den langfristigen mit den Erscheinungen, die wir gerne loshaben wollen. Ja, aber danke für dein Statement nochmal. Das war ein gutes Thema. Ja. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Hat jemand Erfahrung mit, wenn jemand glutenfrei essen muss? Ja, ich kenne verschiedene jetzt schon mal, aber du meinst in Bezug auf die Produkte? Oder wo liegt da das Problem? Ich meine, glutenfrei hat ja meistens mit dem Darm zu tun, dass da irgendwas ist, denke ich. Gibt es da Erfahrungswerte, dass es irgendwie durch Laminein oder Omega so gut geworden ist, dass die Menschen wieder normal essen können? Also kann ich, will jemand was sagen? Nee, dann bist du das. Okay, also ich aus meiner eigenen Erfahrung mit den Anwendern hier und den Produkten kann sagen, dass also eine ganze Reihe von Unverträglichkeiten verschwunden sind. Ne? Da muss man natürlich darauf achten, dass man, wenn die Unverträglichkeiten auch in Bezug auf die Produkte, zum Beispiel Eiweißunverträglichkeit, relevant sind, dass man dann zunächst einschleichend beginnt, also wirklich mit einer halben oder einen Kapsel sozusagen am Tag, um erstmal zu gucken, wie reagiert der Körper des Probanden darauf. Und wenn er nicht reagiert oder nicht negativ, ne, reagieren wird er immer irgendwie, dann kann man das Ganze erhöhen von der Dosis her. Ansonsten muss man es halt so durchziehen mit der geringeren Dosis. Oder ja, müsste es theoretisch auch wieder absetzen. Aber habe ich noch nicht. Ja. Speziell, was nimmt man dann? Also ich denke mal, Digestive halt wegen dem Darm einfach auch, klar, und Laminein. Vornehmlich, genau, würde ich ansetzen mal. Die zwei erstmal als wichtigstes. Vom Minimum her, ne? Alle zu nehmen ist sowieso immer das Beste, meiner Meinung nach, ne? Weil es nun mal im Gesamten abgestimmt ist. In der Wirkung und der Unterstützung mit den Produkten untereinander. Aber wenn man jetzt sozusagen langsam rangehen will oder Stück für Stück, dann würde ich auf jeden Fall mit Digestive und Laminein beginnen. Okay, ja. Dankeschön. Kein Problem, gerne. Sonst noch Meinungen dazu? Dann gerne einfach berichten. Also ich kann zu dem Thema nochmals irgendwas sagen. Ich hatte die Laminein und Digestive genommen, weil ich ja eigentlich akute Rückenprobleme hatte. Und ich hatte ja beiläufig auch noch das Problem der Laktoseintoleranz sozusagen. Mhm. Und ich kann, also ich weiß jetzt nicht, wie das mit den glutenfrei ist, wie sich das verhält. Aber bei mir habe ich das gemerkt, dass das praktisch beiläufig gesehen auch besser geworden ist. Ne? Also ich habe Laminein in Verbindung mit Digestive genommen. Ja. Und das war auf jeden Fall förderlich dafür. Also nicht förderlich, sondern eben es ist besser geworden, ne? Dadurch. Also wie denn konkret? Kannst du dann Laktoseprodukte sozusagen mehr konsumieren oder
erstmals. Ich hatte das Problem, egal was ich, was irgendwie mit Milchanteil war oder so, also ob das Eis war oder den Pudding oder irgendwann was Leckeres so zwischendurch, ne, will man ja nicht drauf verzichten. Aber sobald ich das gegessen habe, 5 Minuten später war es wieder weg. So, und seitdem ich dann, also wo ich dann dieses mit diesen Laminein angefangen habe, eben wie gesagt, hauptsächlich eigentlich wegen dem Rücken, habe ich mitbekommen, dass das auch besser geworden ist. Ja, super. Das war dann also ich kann jetzt auch abends mal wieder einen Liter Eis, wenn es so heiß war, konnte ich sogar einen ganzen Liter Eis essen. Das hat mir nichts getan. Als Laktoseintoleranter will ich nochmal. Ja, also ich meine, sie waren bei mir nicht diagnostiziert, aber ich, ich kenne das aus meiner Familie, meine Mutter hat das. Und bei mir war praktisch genau das gleiche. Immer wenn ich irgendwas mit Milchprodukten gegessen oder getrunken habe, durfte ich sofort rennen. Ja. Und liegt ja dann irgendwo auf der Hand, da brauche ich nicht untersuchen lassen letztendlich. Ja, also ich habe es auch aus einem Bericht von einem, sag ich mal, von einem jugendlichen Anwender, der hatte nämlich auch das Problem, das war mal ein, sozusagen wie so ein Ziehsohn hier von uns aus der Nachbarschaft. Und der hat nicht nur seine Laktoseintoleranz weggekriegt, die bei ihm dafür gesorgt hat, dass er also schon, sobald er was gegessen hat in der Hinsicht, also mit Milch Schmerzen hatte, ne, richtige Bauchschmerzen. Und dann halt auch dieses Grummeln und diese Darmproblematik dazu, sage ich mal, und natürlich sofort rennen musste. Ne? Und wenn er dann war das auch immer sehr mühselig, hat er mir erzählt. Also das war dann nicht nach 2 Minuten beendet, das Geschäft, sondern das war wirklich anstrengend und mühselig. Und er hat auch dadurch, sage ich mal, so ein leichtes Untergewicht gehabt mit knapp 1,70 und nur knapp 50 Kilo, also unter 50 Kilo. Und ja, das ist nicht schön, weil das bläst ja wirklich alle draus dann. Also ja, eben. Ne? Das, also, das macht sich natürlich auf die gesamte Verdauung und die, auch die Verwertung der Nährstoffe bemerklich. Und bei ihm war es auf jeden Fall so, dass das wegging. Also er konnte tatsächlich auch wieder Milchprodukte essen, Käse und so weiter. Und er hat danach zugenommen. Also er hat danach wirklich knappe 10 Kilo im Verlauf der nächsten Wochen und Monate zugenommen. Und zwar nicht Speck jetzt, ne? Also er war ein schlanker, sportlicher Typ, hat Kampfsport gemacht und so weiter, sondern normale Körpermasse, sage ich jetzt mal. Ne? Also im richtigen Verhältnis so. Ja, ich wollte nur sagen, also bei mir hat es gewirkt in Verbindung mit Laminein und Digestive. Auf jeden Fall. Genau. Super. Ja, René, danke dir. Dann hat es ja noch dazu gepasst. Sonst geht es dir gut? Ja, ich habe mir momentan eine andere Baustelle. Ich hatte einen kleinen, leichten Herzinfarkt. Ui. Kürzlich? Ich bin jetzt auch krankgeschrieben. Ja. Oh, okay. Vor circa 3 Wochen. Ui. Bin gerade dabei, das wieder aufzuarbeiten und. Ja, immer noch ein bisschen schlapp, aber alles wird gut. Laminein und Omega kann ich empfehlen. Ja, nehme ich auch, ja. Ich habe ja jetzt das volle Programm, außer die Immune, die habe ich noch nicht. Und Folsäure. Und Folsäure, ja, das habe ich vorhin aufgenommen, wo du das erzählt hast. Das habe ich sofort registriert für mich auch. Ja, René, dann erstmal toi, 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 ne? Und gute Genesung für die akute Geschichte. Ja, danke dir für deinen Beitrag. Wie gesagt, also dann nochmal abschließend, also Laktoseintoleranz hatten wir jetzt 2 Fälle. Ich habe auch schon von Eiweißallergie tatsächlich gehört, ne, die also zunächst da war und wo man dann, wenn man einschleichend vorgegangen ist, sodass der Körper auch darauf reagieren konnte und das auch verarbeiten konnte, sein Problem, sage ich jetzt mal, ja, besser geworden ist, bis weggegangen ist. Ne? Also diese, so dass die Produkte also ohne Probleme genommen werden konnten und auch im zeitversetzt also dann das Allergen, sage ich mal, welches es auch war, auch zugeführt werden konnte. Ne? Also da haben wir jetzt gute Erfahrungen zu insgesamt und auch jetzt heute gehört. Ja, die Franzi meldet sich. Bitte schön, schalte dich frei und sprich mit uns. Ja, guten Abend erstmal in die Runde. Ich kann nur dazu sagen, also Thema Allergien, ich habe mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die hat alles Mögliche an Allergien, ob das jetzt Eiweiß, Laktoseintoleranz oder sonst was ist und habe gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir mal 4 Laminein zum Testen,
mit. Vielleicht solltest du mal erstmal eine Kapsel aufmachen und so eine Messerspitze nehmen, nicht, dass sie gleich umfällt, weil sie gesagt hat, sie macht das erst im häuslichen Umfeld, weil sie dann weiß, was sie machen muss, weil das muss bei ihr ganz, ganz schwierig sein. Und sie hat das super gut vertragen und ja, gedenkt halt, weil sie halt auch andere Baustellen hat, da wahrscheinlich ja, das Ganze mal zu probieren, sagen wir mal so, ne? Und von mir aus kann ich jetzt noch sagen, ich habe jetzt seit kurzem das Powerhouse, nehme das auch und habe ja auch so eine Art Formaldehyd-Allergie. Und ich hatte jetzt die letzten 2-3 Tage so richtige Anfälle gehabt. So, wie soll ich denn das sagen? Also ich bin früh aufgewacht und hatte halt eine verstopfte Nase. Das war nicht mehr schön. Das lief alles nur noch aus allen Poren so ungefähr. Und ja, und seit, ich glaube, vorgestern oder heute, weiß ich gar nicht ganz genau, war ich frei davon. Also das war wie so ein Anfall und jetzt ist es irgendwie schlagartig gut. Ganz komisch, ja. Hab mich auch gefreut, weil normalerweise habe ich auch am Tag so ein paar Niesanfälle. Das hatte ich jetzt, ja, ich glaube 2 Tage ist das jetzt, wo ich keinen einzigen Anfall hatte. Das ist echt cool. Und das in so kurzer Zeit. Also ich werde es weiter beobachten und auch weiter berichten, aber so habe ich schon mal gefreut, dass es in den letzten 2 Tagen nichts war. Ja, klar. Sind ja auch kleine Erfolge schon mal erfreulich, ne? Richtig, genau. Und gerade wenn man darunter gelitten hat, dann nimmt man das natürlich sehr deutlich wahr, ne? Ja. Dann noch ganz kurz, also Powerhouse bedeutet, wie viel nimmst du am Tag, wie viele Kapseln und Presslinge? Also es ist so, ich experimentiere noch ein bisschen. Okay. Ich nehme jetzt wirklich tatsächlich vom Powerhouse jeweils eine und vom, ne Quatsch, vom Omega, vom Digestivo und vom Immune eine und Lemmy9 nehme ich 2 nur am Tag und komme damit super hin. Mhm. Also ich habe vorher ganz viel Lemmy9 genommen, bestimmt 6 Kapseln am Tag. Also ich bin mit 9 eingestiegen und dann habe ich reduziert auf 6. Habe gedacht, okay, ich probiere das Powerhouse mal. Das nehme ich jetzt vielleicht 5 Tage. Ja. Mhm. Und oder 6 und muss aber sagen, dass mir das im Kompletten irgendwie mehr gut tut. Das ist ja auch nur so eine Gefühlsebene, ne? Irgendwie mehr bringt, als wenn ich jetzt 6 Lemmy9 nehme und nur Digestive. Also ich würde sagen, ich bin so im Fall, mir bringt das mehr im Kompletten. Ja. Ja, gut. Also erstmal Powerhouse ist dann das kleine Powerhouse, gell? Nur, dass wir die Begrifflichkeiten auseinanderhalten können, weil dummerweise heißen diese 2 Produkte ähnlich. Das eine heißt Nutritional Powerhouse und das andere heißt eigentlich nur Powerhouse. Ne? Wenn ich von der Powerhouse-Dosierung rede, dann meine ich immer das Große. Und ansonsten lasst uns auf das kleine Powerhouse einigen, damit wir das gleich wissen. Ansonsten finde ich einen guten Beitrag, weil ich sage es ja eigentlich auch immer so, die Produkte sind aufeinander abgestimmt. Ne? Das Digestive ist für die Darmgesundheit und Immunität verantwortlich und bringt halt auch der Verdauung viel. Genauso wie das Immune für die Immunisierung des gesamten Körpers einfach zuständig ist oder die Unterstützung dessen und so weiter und so fort. Ne? Und Lemmy9 ist, wie wir wissen, der Baustoff für die neuen Zellen, die dann im Prinzip differenziert werden können in dem Bedarf, der da ist. Ne? Also für die Spezialzelle, die halt einfach nötig ist. Und meiner Meinung nach, bleiben wir mal bei der Gefühlsebene, ist es einfach so, dass es die optimale Versorgung da ist, wenn man alle Produkte nimmt und dass man dann gut mit dem Lemmy9 einfach spielen kann mit der Dosis. Und oftmals ist es auch so, das ist dann eine Frage der Präferenz einfach, dass wenn man alle Produkte nimmt, dass man dann auch weniger vom Lemmy9 oft konsumieren kann. Also Lemmy9 und Digestive ist oft, sag ich mal, eine sinnvolle Kombination, wenn man anfängt und eben nicht das Geld hat für alles oder es eben vorsichtig ausprobieren will, aber insgesamt ist für mich immer zu priorisieren, alle Produkte zu nehmen und die Höhe vom Lemmy9 sozusagen nach Bedarf oder eben nach Ausprobieren.
einstellbar ist. Das ist für mich zumindest logisch und sinnvoll. Jetzt haben wir wieder mal so ein Beispiel dafür gehört. Auch die Entgiftungs- und die Erstverschlimmerungserscheinungen werden oft sehr gut und sehr effektiv reduziert beim Verzehr von allen Produkten, ja, und nicht nur Lemonine ganz am Anfang. Das ist zumindest meine Erfahrung. Habt ihr da noch andere? Dann bitte gerne äußern. Oder andere Ansichten, höre ich mir auch gern an. Oder noch Erfahrungen, die ihr berichten wollt? Also ich sage sonst noch was, wenn... Alex, gerne, ja. wenn niemand mehr sich meldet. Ich nehme es ja noch nicht so lange. Mhm. Ich habe ja viele Medikamente. Ich sag mal so, ich möchte gar nicht auf mein Krankheitsbild eingehen, spielt gar keine Rolle, was ich sonst habe. Es geht mir einfach, sage ich mal, besser hinsichtlich, dass ich aufgeweckter bin. Und vor allen Dingen, was ich gemerkt habe, ist eines, es ist enorm gut für die Psyche. Also das schlägt wirklich... in gewissen Fällen, ich meine, ich will es jetzt nicht zu fest reinhalten, aber ich hätte hier auch sonst so Antidepressiva oder so zu bieten, wo ich punktuell nehmen würde, je nachdem, brauche ich nur punktuell, brauche ich gar nicht mehr. Also ich brauche das, habe es nur selten gebraucht und jetzt nehme ich es auch gar nicht mehr, seit ich das eigentlich nehme. So. Ja, super. Und also du hast es schon immer nur so nach eigenem empfundenen Bedarf genommen, diese Medikamente. Richtig, richtig. Ja. Ist auch nur rein pflanzlich irgendwie, ah, so, ja, okay. Chinesenmedizin oder so. Aber trotz allem, es war so akut. Mhm. Und ich sag mal, Lemonine sicherlich noch die gesündere Lösung, auf jeden Fall. Ja, immerhin, schon mal eine Verbesserung. Nee, schön, ja. Ist auch klar, sage ich mal, eine Regeneration läuft ja nicht nur auf dem, sag ich mal, physiologischen Bereich ab, sondern natürlich, die Psyche ist verbunden mit uns, auch im psychologischen Bereich oder im psychischen Bereich. Das haben wir schon vielfach gehört. Ne? Also auch jetzt nicht nur bekannte psychische Erkrankungen oder Störungen, ne, oder eine ganz klassische ist ja die Depression. Ne. Da haben wir also schon ganz viele Erfahrungen gehört, dass da hilft, sondern auch, sag ich mal, altersbedingte psychische Erscheinungen. Ne, wie zum Beispiel, oder auch wenn ich Menschen höre, die zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel, Kollegin von mir, die ich jetzt heute eingeschrieben habe, in der habe ich das Produkt zum Beispiel weiterempfohlen, weil sie einfach irgendwie so, ja, so eine Tiefschwankung psychisch hat. Mhm. Ich habe gesagt, nimm doch einfach mal die Produkte, ich glaube, das tut dir noch gut, weil du auch am Morgen aufstehen würdest und dann würdest du die ganze Welt vielleicht auch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Mhm. Es kann sich nur in das Positive entwickeln. Nimm es einfach mal so. Genau, so, sowieso die richtige Herangehensweise. Probier es einfach mal. Wenn es nur immer so leicht wäre, ne, mit den Leuten oder Interessenten, sage ich mal, aber in dem Fall genau richtig, ja. Auch da, wie gesagt, ist es bemerkenswert, weil ich da auch Fälle schon gehört habe, dass es wirklich Leuten schon mit einer Kapsel Lemonine am Tag entscheidend besser ging. Also da waren jetzt nicht so viele vornehmlich körperlichen Einschränkungen da, sondern es war wirklich so diese psychische Ebene. Das sind auch oft, wie gesagt, sensible Menschen. Ne? Viele reagieren dann schon auf Umwelt- oder äußere Bedingungen sehr labil. Und da kann so eine geringe Dosis schon viel bewirken. Ne? Also habe ich auch schon vielfach so erlebt. Das ist doch gut. Dann wünschen wir ihr gute Besserung. Da nochmal der Hinweis, dass man da aber auch wirklich gut mal ein bisschen spielen sollte. Vielleicht auch nicht zu spät, ja. Also viele machen dann den Fehler, fangen mit der einen an, von der wir da gesprochen haben mal, und warten dann, dass es
sich automatisch bessern muss. Ne? Also das ist nicht immer unbedingt angesagt. Jeder hat ja so seine eigene Wohlfühldosis, die ihm tatsächlich hilft und gut tut. Ne? Aber jetzt lassen wir es erstmal probieren. Ja, danke für deinen Beitrag. Und auch schön, dass es dir besser geht oder dir da hilft. Ein paar Mal haben wir das ja schon gehört und wissen auch so ein bisschen um deine Problematik. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es noch eine Weile dauert, bis es so vielleicht alles weg ist. Aber jeder Schritt zur Besserung ist ein willkommener, möchte ich meinen. Ja, sonst noch jemand? Hat noch jemand was zu erzählen oder eine Frage? Für heute Hände sehe ich keine, Gesichter sind auch zufrieden. Die, die ich sehe, die haben schon gesprochen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Danke für diese Runde. Schön, dass ihr euch beteiligt habt. So ein paar interessante Beiträge oder weitergehende Verläufe haben wir ja jetzt schon mal gehört. Das war schon mal schön. Immer wieder gerne berichten. Wie gesagt, ich bin auch wieder dran nach meinem Augenarzttermin. Ja, dann, wie gesagt, habt euch wohl. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schönen Abend. Macht's gut. Ciao.